danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle seine Wunder. Das hat der David gesagt, mit dem David stimme ich ein. Psalme haben mich durchgetragen und auch tragen mich immer noch die ganze Zeit. Ich danke meinem Gott, dass ich hier stehen darf, dass ich nicht unter der Erde bin schon lange. Und das ist ein großes Wunder. Sommer 98, da ist ganz plötzlich eine Diagnose gekommen in mein Leben, Brustkrebs. Das hat richtig eingeschlagen und ich stand da mit, ja, so wie der Hiob, habe ich gedacht damals. Der Hiob hat es schlimmer gehabt. Aber trotzdem, das war eine Diagnose, die Angst macht und herausfordert. Ich habe für mich beten lassen, ich habe so als das Wort Gottes schon seit Kindheit auf war das gewurzelt in mir und ich wusste, Gott kann mich heilen. Aber dann ging der Kampf los. Der Arzt hat mich sofort zur OP geschickt. Ich wusste nicht, soll ich gehen oder soll ich nicht gehen, weil für mich wurde gebetet, es steht in 5. Jakobus 5, ein Vers, das ist eine Orientierung für Kinder Gottes, dass wir beten dürfen und für uns beten lassen. Das habe ich gemacht. Am nächsten Morgen wusste ich nicht, soll ich jetzt gehen, ich habe doch beten lassen. Ja, Gott hat mir gezeigt, ganz deutlich mit einer Bibelstelle, geh hin und zeig dich dem Priester, zeig dich den Ärzten. Ja, ich lasse es mal stehen, es gibt in der Bibel so eine Passage. Ja, ich dachte, dass der weitere Teil, der dort kommt, und indem sie hingingen, wurden sie geheilt. Ich dachte, dass wenn der Anfang ist, dann wird es auch so weitergehen. Aber ich kam in das Krankenhaus und es war schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was läuft. Und ich habe gemerkt, wie der Glaubenskampf begann. Später habe ich das so definieren können oder erkennen, klar erkennen können. Aber in dem Moment war das für mich ganz schlimm. Auf der einen Seite des Kampfes war Krankheit, so wie ein Riese, Ohnmacht, scheinbare Wahrheit. Du bist ja nicht besser, schon viele sind gestorben an Krebs. Mach dir nichts vor. Was bist du schon? Bist du besser als die anderen? Und solche Gedanken, Resignation und Hoffnungslosigkeit. Auf der anderen Seite, da war der starke Gott Zebaut. Und erst später habe ich gemerkt, da hat ein ganzes Heer für mich gekämpft. An dieser Stelle von Herzen will ich jedem danken, der für mich damals gebetet hat. Ich weiß, es haben viele gebetet und alle Gebete sind erhört. Und dann in jedem Kampf gibt es ein Schwert oder eine Waffe. Und die Waffe war das Wort Gottes auf dieser Seite. Und immer wieder war das so wie ein Ringkampf. Und dann Kraft in der Schwachheit. Ich habe immer wieder gesehen, ich bin so schwach. Wie soll ich das glauben? Und Gott hat mir immer wieder Mut gemacht. Glaube und Hoffnung durch das Wort. Damals hat mich ganz stark der Psalm 34 begleitet. Ich glaube, in jeder Situation, wo es um Kampf geht, brauchen wir unbedingt das Wort. Später habe ich das gesehen, dass es meine Rettung war. Das ist jetzt einer von unseren Lieblingspsalmen in der Familie. Auch meine Enkelkinder lieben diesen Psalm. Ich freue mich jedes Mal. Hier heißt es, ich lese 2, 3 Verse. Dieser Psalm begleitet mich auch durch mein Zeugnis. Ich will den Herrn alle Zeit loben.
Für immer soll sein Lob in meinem Mund sein. Meine Seele soll sich des Herrn rühmen, so dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erheben. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Und jetzt kommt der besondere Vers, der mich da herausgerissen hat. Die auf ihn sehen, auf Gott, auf den Herrn, sie werden strahlen. Und ihr Gesicht wird nicht zu Schanden. Ich habe es damals in einer anderen Übersetzung auswendig gelernt in diesen Tagen. Die auf den Herrn schauen, die werden strahlen vor Freude und ihr Vertrauen wird sie nicht enttäuschen. So steht's schwarz auf weiß geschrieben. Ich habe mir immer wieder diesen Vers gesagt im Gedächtnis und immer wieder, als ich im Krankenhaus war. Das war der Tag vor der OP. Und die Ärzte, die kamen, ein Arzt nach dem anderen, hat mich unterschreiben lassen, dass sie halt alle Risiken und so weiter. Und einen Arzt habe ich dann gefragt. Oh, ich habe gedacht, jetzt muss ich Klarheit schaffen. Entschuldigen Sie, sagen Sie mir doch, wie viele Chancen habe ich? Dann stand er ganz fassungslos da und hat gesagt, vielleicht 1%. Und ging weg. Und ich bin da. Das war ein harter Schlag, das Schwert von der dunklen Seite. Aber wisst ihr, das Lichtschwert, das zweischneidige Schwert, das Wort Gottes, dieser Vers, der hat mich herausgezogen. Ich habe wahrscheinlich hunderte Male an diesem Tag wiederholt. Die auf ihn schauen, die werden strahlen vor Freude. Und ihr Vertrauen wird sie nicht enttäuschen. Und ihr Vertrauen wird sie nicht enttäuschen. Und ihr Vertrauen wird sie nicht enttäuschen. Und irgendwann war ich so abgeschafft und so müde, dann habe ich gedacht, ja, wie macht man denn das? Dann war das Abend, der 14. Juli 1998, das war mein Hochzeitstag, unser Hochzeitstag. Am nächsten Tag war der Geburtstag von Viktor. Die Geburtstagsparty wurde abgeblasen und so bin ich im Krankenhaus. Gegen Abend habe ich gesagt, am Fenster rausgeschaut und die Wolken gesehen. Dann habe ich gebetet, so etwa in dieser Art. Herr Jesus, ich kann nicht mehr. Ich habe keine andere Chance. Es gibt nur noch eine, mich zu verlassen auf dieses Wort. Ich lasse los. Und dann hat es mir gescheint, dass ich in ein Loch falle, in ein tiefes Loch. Aber ich habe gewusst, ich werde da aufgefangen. Und ich habe Gott herausgefordert. So war das, so hat mich der Heilige Geist geführt, das glaube ich. Oder die Gebete, die für mich gebetet wurden. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich lass los. Ich vertraue dir. Ich vertraue auf dieses Wort. Das kann ich ja jetzt testen, ob das stimmt. Gib mir nur eins, gib mir Ruhe und Frieden und Freude, die habe ich verloren. Das kam auf einen Schlag, wie der Lichtschalter wurde eingeschaltet in meiner Situation und ich konnte ganz anders denken. Diese dunkle Seite, die war weg, die Angst war weg, die Hoffnungslosigkeit, die Resignation, keine Spur mehr. Ich wusste, mein Gott, wenn der für mich kämpft, was kann mit mir passieren? Der David hat es durchgemacht, jetzt bin ich dran. Und so hat Gott mir, Entschuldigung, einfach Ruhe geschenkt, Freude, so eine Zuversicht. Ich durfte noch lange mit einer Schwester, die auf der Station war, eine ganz liebe Schwester im Herrn heute. Und das war wunderbar.
Also Jesus ist stärker. Er hat gewonnen in meinem Leben, schon vor der OP. Ich wusste nicht, wie die OP verläuft. Da waren alle überall Metastasen, mir haben sie grausame Diagnosen und Voraussagen gesagt, was die alles machen werden. Und auch der Tod, letztendlich ist ja der Tod dieser Feind. Er wurde besiegt, er hatte keinen Stachel mehr. Jesus hat ihn besiegt. Das war das Ende vom Kampf, noch vor der OP. Aber dann kam der nächste Tag und ich war immer noch ruhig. Alles war gut. Alle, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Vertrauen wird sie nicht enttäuschen. Ich mache es kurz, weil in diesem Rahmen kann ich nicht alles erzählen. Nach der OP, dieser Arzt, wo mir gesagt hatte, nur 1% vielleicht Chancen für mich, fürs Leben. Der Arzt hat mich aus der Narkose geweckt und hat gesagt, Frau Rotfuß, kein Krebs. Ich war noch halb wach, ich habe nur sagen können, Gott sei Dank, es hat sich gelohnt zu kämpfen. Ja, ich war dann wieder eingeschlafen, meine Familie war da. Es war so herrlich, das war so herrlich. Ich wusste, ich bin geheilt. Am nächsten Tag kam der Arzt, der operierende Arzt, zur Visite und der sagt, Frau Rotfuß, Ihr Vertrauen hat sie nicht enttäuscht. Ich habe ihnen gesagt, dass ich glaube. Und die haben, manche Ärzte haben gelacht und haben gesagt, ja, wo ist denn ihr Gott, wenn ihr Gott sowas zulässt mit ihnen? Ja, das sagen die Menschen, die Gott nicht kennen. Ich bin ihnen gar nicht böse, stimmt. Aber ich habe einige Prinzipien gelernt. Ich möchte ganz kurz, möchte ich noch erwähnen, was ich gelernt habe aus dieser Krankheit. Oder dieser Situation. Erstmal seit diesem Fall war ich noch bei keinem Arzt zur Untersuchung, zur Nachuntersuchung, weil ich hätte mich jede 6 Monate untersuchen lassen sollen. Aber ich habe damals entschieden, ganz rigoros, wer hat mich geheilt? Das ist Jesus, mein Arzt, mein großer Arzt. Und deshalb habe ich zu Jesus gesagt, Herr, bitte schick mich nicht zu einem Arzt. Wenn ich dahin gehen soll, dann lass du mich es wissen. Und mittlerweile könnte ich noch viele, viele Zeugnisse anknüpfen an dieses Zeugnis, wo ich wirklich zum Arzt hätte gehen sollen. Und jedes Mal das Gebet, ich habe immer wieder Zusagen, entweder von meinem Mann oder von jemand anders oder durch das Wort ist die Grundlage, habe ich gekriegt. Und ich war so dankbar, dass ich niemals zum Arzt musste. Gott hat sofort eingegriffen, sodass ich gar nicht hin musste. Das ist mein Zeugnis. Ich sage nicht, dass es bei dir oder bei jemand anders so sein muss. Du wirst wahrscheinlich deine Geschichte haben. Alle, die schon Wunder erlebt haben oder noch Wunder erleben wollen, das wird vielleicht eine andere Geschichte sein. Aber das einzig Wichtige ist, dass Jesus immer treu ist. Er enttäuscht niemand, der sich auf ihn verlässt. Also, was habe ich gelernt? Das Wort Gottes, das ist ein festes Fundament. Wenn Gott gesprochen hat, dann dürfen wir uns drauf verlassen. Deshalb Nummer 1, in jeder Situation, ob Heilung oder eine andere schwere Situation, wir brauchen ein Wort. Persönlich ein Rhema-Wort. Das heißt gesprochen, nicht nur geschrieben, sondern gesprochen in die Situation hinein. Das zweite,
die Prioritäten-Einteilung. Nach der Krankheit habe ich verstanden, dass meine Prioritäten waren überhaupt falsch. Ich war manchmal im Gottesdienst und meine Gedanken waren schon im Montag bei der Arbeit oder irgendwo Probleme und so Sorgen. Das habe ich gelernt. Es steht in Jesaja 58, dass wir den Sabbat heiligen sollen oder den Tag des Herrn. Welcher Tag in der Woche es auch ist, manche müssen arbeiten am Sonntag oder am Samstag. Aber der Tag, der für mich heilig ist, der soll von morgens bis abends heilig sein. Ich will meinen Mund bewahren vor falschen Worten. Ja, falsche Worte, das ist auch noch ein Thema. Gott hat mir in diesen Jahren gezeigt, woher die Krankheit kam, woher der Tod sich in meine Seele, in meiner Seele versteckt hat. Das waren falsche Worte, falsche Gebete, wenn ich gebetet habe. So zum Beispiel sage ich, wenn jemand betet, Herr, lass mich gewinnen beim Lotto. Dann ist es ein falsches Gebet, weil Gott hat uns nirgendwo gesagt, wir sollen Lotto spielen. Er hat gesagt, ich werde dich versorgen. So die Prinzipien Gottes meine ich. Und wenn wir gegen die Prinzipien Gottes beten, dann ist es ein falsches Gebet. Und der Feind hat eine offene Tür. Er sagt, ah ja, okay, dann komme ich. Ich mache das schon. Und er bringt sein Zeug rein. Die Macht der Worte. Ich lese hier in Psalm 34, da kommt es auch vor, der Vers 14. Hüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischem Reden. Meide das Böse und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Das ist ein Prinzip Gottes, durch das wir Heilung erfahren. Wenn wir das weiter tun, kommt die Krankheit zurück. Kann auf jeden Fall zurückkommen. Aber wir üben uns. Gott arbeitet mit mir. Ich bin so dankbar, dass Gott mit mir arbeitet. Und ich möchte jedem Mut machen, wenn wir mit Gott leben wollen, für ihn, absolut, dann wird es ganz sicher schwere Zeiten geben. Und der Kampf wird stattfinden, weil der Teufel uns hasst. Er will uns vom Weg wegschaffen. Aber wenn wir uns auf das Wort verlassen, dann werden wir feststehen. Der Gerechte muss viel leiden, steht's hier. Aber der Herr hilft ihm aus dem allem. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Und alle, die auf ihn vertrauen, werden frei von Schuld. Schuld bringt Krankheit in das Leben der Kinder Gottes. Und deshalb dürfen wir herausfinden, wo ist Schuld, weil die Schuld ist bezahlt. Am Kreuz von Golgatha, in seinen Wunden sind wir schon geheilt und sein Blut wäscht uns rein von Schuld. Und so bekommen wir Heilung. Ich wünsche jedem von uns, dass wir immer wieder das erleben. Und ich bin sehr dankbar. Alle Ehre, wirklich alle Ehre, gebe ich Jesus, meinem Retter, meinem Befreier, meinem starken Gott, meinem persönlichen Arzt, gebe ich Ehre, Ruhm und Anbetung. Amen.